Willkommen im neuen Jahr in der Geografie und nicht nur ein neues Jahr, sondern es soll auch in ein neues Unterthema gehen. Um zu starten, kriegst du hier schon deine erste Aufgabe. Pausiere das Video und beschreibe einige Landschaftskomponenten. Auch Vermutungen sind willkommen. Pausiere also das Video, überleg dir anhand des Landschaftskomponentenmodells einige Aussagen zu diesem Bild. Okay, du hast dir einige Gedanken gemacht und wir können vielleicht ein paar deiner Ideen zusammenfassen. Also ganz klar sieht man hier die Komponente BIOS hier im Vordergrund als auch im Hintergrund. Sehr viel Vegetation, viele große, großgewachsene Bäume, Büsche im Vordergrund, hier ein paar Blumen zu sehen. Ja, eigentlich ist alles bewachsen, eine geschlossene Vegetationsdecke, kann man sagen. Dazu die Komponente Wasser ist hier als Fluss zu erkennen, als Nebel zu erkennen und Wasser muss deiner Vermutung nach wahrscheinlich auch vorhanden sein, denn sonst würde hier nicht so viel Vegetation wachsen. Und dazu wirst du dir wahrscheinlich gedacht haben, dass es auch klimatisch dazu passen muss, dass hier extrem viel Vegetation zu sehen ist. Also muss es im Durchschnitt recht warm sein. Denn ansonsten wäre es nicht möglich, dass solche großen Bäume in dem Umfang entstehen. Wir sehen also alles in allem. Komponente Klima können wir ganz gut beschreiben. Komponente Vegetation, Komponente Wasser. Zum Relief kann man hier nicht ganz so viel sagen. Es sieht eher flach aus. Ja. Zum Menschen auch nicht. Zur nächsten Komponente. Machen wir eine Abstimmung. Eigentlich mache ich das gern klassenweise, aber du kannst dir trotzdem eine Antwort überlegen. Also, ich zeige dir gleich, was abgestimmt wird. Du pausierst das Video, überlegst dir eine Antwort und dann drückst du weiter. Abgestimmt soll werden über folgende Frage oder Aussage. Der Boden im tropischen Regenwald ist A. der fruchtbarste der Welt. Stark fruchtbar, so fruchtbar wie hier in Bernau oder wenig fruchtbar. Also wir denken nochmal zurück an das Bild. Wie sieht es mit der Komponente Boden aus? Pausiere das Video und wähle eine Antwort. Ja, willkommen zurück. Im Normalfall gibt es hier folgende Ergebnisse in den meisten Klassen. Bei 30 Schülern sagen ungefähr, naja, nicht 30, sondern eher 20 Schüler sagen, ja, das muss der fruchtbarste Boden der Welt sein bei der großen Vegetation, die hier wächst. Stark fruchtbar. Vielleicht 5 und so fruchtbar wie hier in Bernau. Auch 5 wenig fruchtbar, sagen keine Schüler. Die Antwort auf diese Frage werden wir im Laufe der nächsten Stunden herausfinden. Du schreibst also zunächst in dein Geografiehefter der tropische Regenwald als Überschrift, beziehungsweise Landschaft Doppelpunkt tropischer Regenwald. Wenn du diese Überschrift geschrieben hast, schreibst du darunter Lage Doppelpunkt. Und dann beschreiben wir gemeinsam die Lage des tropischen Regenwaldes hier grün dargestellt auf der Weltkarte. Pausiere das Video und überleg dir, wie du die Lage beschreiben würdest. Insgesamt könnte man sagen, die tropischen Regenwälder der Erde liegen in der Nähe des Äquators
und zwischen nördlichem und südlichem Wendekreis. Außerhalb der Wendekreise nur ganz, ganz selten unter besonderen Bedingungen, im Normalfall in diesem Bereich. Und wir wissen schon, warum das höchstwahrscheinlich so sein wird, denn hier ist der Sonneneinstrahlungswinkel sehr, sehr groß, erzeugt also viel Wärme, die ja notwendig ist. Je wärmer, desto besser für das Pflanzenwachstum. Bei Lage hast du also geschrieben, in der Nähe des Äquators und zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis. Wir bleiben am Beispiel Afrika und du notierst darunter unter Lage Verbreitung in Afrika. Und das kann man auch ganz gut anhand der Karte sehen. Beidseitig entlang des Äquators bis ungefähr zum 10. Breitengrad, 10. Breitengrad Nord, 10. Breitengrad Süd, dem Bereich. Die Ostseite Madagaskars. Und als Beispiele einige afrikanische Staaten mit hohem Regenwaldanteil. Das sind Liberia, Ghana, Gabun, die Demokratische Republik Kongo und Kongo. Das sind zwei unterschiedliche Staaten. Wenn du das alles übernommen hast, geht es jetzt weiter. Du notierst zunächst Landschaftskomponente, Doppelpunkt Klima. Und wir schauen uns das Klima in einem Beispiel Land in einem Regenwaldstaat an. Im Vergleich zu Benau, das macht sich immer ganz gut, Klimadiagramme mit dem heimischen Diagramm zu vergleichen, um einen Eindruck zu gewinnen, ja, wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind. Pausiere das Video und finde mindestens fünf Unterschiede in den Klimadiagrammen. Okay, du hast eine Menge Unterschiede, vielleicht auch Gemeinsamkeiten gefunden. Zunächst erst mal der Vergleich der Jahresdurchschnittstemperaturen hier in Benau, also 8,8 Grad im Durchschnitt im Jahr, im Kongo 26,6 Grad, also deutlich wärmer. Dazu auch die Jahresniederschlagssumme. Bei uns fallen im Durchschnitt im Jahr 569 Millimeter, also 569 Liter pro Quadratmeter. Im Kongo sind es 3532 Liter pro Quadratmeter. Also circa siebenmal so viel Regen wie hier. Dann zum Jahresverlauf der Temperatur. Bei uns im Winter, also Monat 1, 2, Januar, Februar und so weiter, leicht negative Temperaturen, dann ein Anstieg Richtung Sommer bis circa 18, 19 Grad Durchschnitt und dann wieder Herbst abfallend bis zum Winter. Im Kongo, ja, eigentlich nur eine gerade Linie zu sehen. Das heißt, es gibt keine Schwankungen, keine Änderungen in der Jahresdurchschnittstemperatur. Alles ungefähr gleich. Beim Verlauf der Niederschläge sieht es in Benau ähnlich aus wie mit der Temperatur, also steigt zum Sommer, fällt Richtung Herbst wieder etwas ab und im Kongo steigt es zum Sommer. Kurzer Ausreißer im August und dann wieder sehr starke Niederschläge im Herbst. Also alles in allem große Unterschiede einerseits bei der Jahresdurchschnittstemperatur,
bei der Jahresniederschlagssumme und beim Verlauf der Jahresdurchschnittstemperaturen. Das Ganze fassen wir jetzt noch zusammen. Also, wir notieren jetzt Eigenschaften des Klimas im Regenwald. Du kannst diese Abbildung hier auch nochmal in deinem Buch Seite 116 sehen. Das Klimadiagramm war das von eben aus dem Kongo. Was können wir also sehen? Insgesamt gibt es ganzjährig hohe Sonneneinstrahlungen. Das wissen wir, da die Gebiete des Regenwaldes zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis liegen. Deswegen gibt es dort ganzjährig eine hohe Sonneneinstrahlung. Sehr hohe Niederschlagsmengen, das haben wir schon am Klimadiagramm gesehen. Die Zahlen sind jetzt eher uninteressant, da die natürlich variieren von Klimastation zu Klimastation. Aber man kann sich notieren, sehr hohe Niederschlagsmengen. Und daher natürlich ganzjährig humid, wenn wir uns das Klimadiagramm anschauen. Überall liegt die Niederschlagssäule, der Niederschlagsbalken über der Temperaturkurve ganzjährig humid. Die Temperatur, kaum Schwankungen im Jahresverlauf, das haben wir gesehen. Hier im Durchschnitt sehr, sehr ähnlich, kaum Schwankungen zu den einzelnen Monaten. Also man kann anhand der Temperatur nicht sagen, ob wir uns im Juni befinden oder im Februar. Aber, und jetzt kommen wir zur Abbildung hier, die sieht auf den ersten Blick verwirrend aus. Wir können das mal etwas reduzieren und sagen, das kommt weg. Also hier ist ein Tag in den Tropen, ein typischer Tag, abgebildet. Und es geht los, um 5.30 Uhr ungefähr kommt die Dämmerung, die Sonne geht auf. Wir sind bei 20 Grad Temperatur ungefähr. Die Sonne steigt. Es wird wärmer. Am Vormittag extrem viel Verdunstung. Es wird immer wärmer, immer wärmer. Durch die große Verdunstung bilden sich irgendwann Wolken. Am Mittag sind wir bei 28 Grad schon. Immer mehr Verdunstung findet statt, immer mehr Wolkenbildung. Am Nachmittag dann bis zu 31 Grad. Und hier müssten eigentlich viele kleine Regentropfen sein. Warum sind die nicht da? Viele kleine Regentropfen. Regentropfen. Denn am Nachmittag gibt es heftige Regenschauer. Es regnet sich ab. Und dann kühlt sich das Ganze wieder ab. Bis morgens und am nächsten Tag geht das Ganze von vorne los. Das heißt, wir haben hier am Tag Schwankungen von 20 Grad bis 31 Grad, 11 Grad oder 11 Kelvin Schwankungen. Solche großen Schwankungen haben wir im Jahresverlauf auf gar keinen Fall. Und wenn die Schwankungen am Tag größer sind als die im Jahr, sprechen wir vom sogenannten Tageszeitenklima. Du übernimmst also, die Unterschiede der Temperatur im Tagesverlauf sind größer als im Jahresverlauf. Und zur Vervollständigung unserer Ergebnisse siehst du hier folgenden Text. Bitte nicht den ganzen Text übernehmen, sondern die Stichpunkte, die du noch nicht aufgeschrieben hast zur Komponente Klima, die übernimmst du bitte aus diesem Text. Und dann ist die Geografiestunde für heute beendet. Also im tropischen Regenwald herrscht Tageszeitenklima, das heißt, die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind größer als die Temperaturunterschiede im Jahresverlauf. Das hatten wir schon besprochen und notiert.
die Tagestemperaturamplitude, Amplitude war ja diese, der Unterschied, diese Auslenkung, ist also höher als die Jahrestemperaturamplitude. Zudem ist in den Tropen das Wetter an jedem Tag nahezu gleich. Und jetzt kommt ein Ablauf des Wettergeschehens an einem typischen Tropentag. Kannst du dir gern in Stichpunkten übernehmen. Und dann hören wir uns in der nächsten Stunde.